Liebe Grüße an euch alle. Wenn ihr den das eben war die Peitsche, jetzt kommt das Zuckerbrot, meine Damen und Herren. Ich gehe einfach mal mitten ins Wort bei Dennis, denn das muss gesagt werden. Viel Liebe geht raus, aber viel zu wenig spüre ich hier gerade hier drüben. Ihr müsst einfach mehr den Chat supporten. Lasst mal A, Hashtag Olli, ich meine Ausrufezeichen danach. Das Wichtigste, wir sind knapp schon am Goal. Ihr übertreibt es komplett. 3000 Subscriber fast. Wir haben so viel Geld für den Stay-at-Home-Story-Cup. Ich kenne die ganzen Begriffe gar nicht, aber das ist wie ein Banning-Bust gerade in meinem Gehirn, der gerade stattfindet. Von daher, macht weiter so übertrieben. Das Bild ist auch fast fertig. Danke an Rotti. Rotti drüben, da läuft er gerade weg. Rotti, look at you. I painted you. I painted you. This is you 10 years ago or in 10 years. You decide. Also, weiter so, Männers, ne? Macht einfach weiter. Zurück zum Dennis. Ey, der Mann, der, wie Take und Audio nicht wissen, wer Tanzverbot ist. Ich weiß, wer Tanzverbot ist. Wer denn? Ja, von den zwei Hauptdarstellern jetzt zum tatsächlichen Hauptdarsteller des heutigen Abends, meine Damen und Herren. Rotti. Alleine hängt er dort die ganze Zeit mit seinem Partner Rotti, denn man muss sagen, das bessere Partner-Duo ist Rotti mit Rotti. Ich gehe lieber weg, weil er gerade mitten live dabei ist, etwas zu machen. Und zwar euch zu fragen, und zwar auf dem Take-TV-Kanal, ob ihr ein bisschen supporten könnt, damit das nächste Mal in 2,5 Millionen Stunden der nächste Home-Story-Seed-Story... wie auch immer, subscribe, Mann. Ich bin weg. Ciao, schönen Abend noch. Was ist los mit euch? Krass. Der Typ, Junge. Alter Falter, ey. Und der gibt trotzdem noch bessere Reden als Trump. Also ist beeindruckend. Eigentlich nicht, muss man sagen. Ja, was soll ich... Von links außen wäre die Donau richtig gut, damit wir das Ziel erreichen können. Ich gebe den Jungs jetzt mal einfach die beste Kombi, die man überhaupt benutzen kann für den heutigen Abend. Ich bin nämlich jetzt nach Hause. Ich sag jetzt ciao für die Leute. Hier ist nämlich ein Raum freigemacht worden. Hey. Das bedeutet, da müsst ihr stürmen und deswegen nächstes Mal heißt es wieder subben, donaten, subscriben. Danke an euch alle. Haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ciao. Willst du eine Banane? Willst du eine... Damit ich vergessen habe. Schön, dass du auch mit am Start bist. Der Max... Хорошо, ребята, мы здесь уже все закончили. 10 часов мы здесь стояли, не знали, чем заняться. И в этот раз мы, как бы сказать, зарисовали здесь слона, жирафа. И остальное будете на следующий день смотреть, что и как, и почему. Так что, если вы сейчас поймете этот прикол, запишите здесь в комменты, короче, что-нибудь интересное для Дениса. А остальное мы завтра все сделаем. Так что все, до завтра, пока. Мне еще здесь выпить нужно, пивасика. До завтра увидимся. Пока, все. Эй, Крис, das war bei uns live im Stream. Das war von uns. Es war eine echte Person, die gerade... ich denke, Russisch gesprochen hat. Ja, denke ich auch. No joke. Alter, du hast ja Delay, wenn du siehst. Alter, das war der Alex von Dubuco. Der ist total verrückt. Möchtest du eine Banane? Ja, immer gerne. Danke an der Stelle. Ne? Super. Ihr seht das, wer ist da noch einmal? Da war ich noch einmal, ich bin aber wieder weg. Ne? Wegen Banane, Banane. Na, als Tierpfleger habe ich das gelernt, dass man seine Affen auch belohnen muss. Alter. Danke, danke an dieser Stelle. Man merkt, du warst häufig mit Tieren unterwegs, deswegen hast du dich gut akklimatisiert. Ja. Das hast du sehr gelungen gemacht. So, von dem Rahmenprogramm direkt live zu dem Main Event und zwar zur Seeds Home Story Pong Meisterschaft, meine Damen und Herren. Wir sind nämlich jetzt im Finale angekommen von links gegen rechts Pong Weltmeister Usbekistan gegen den UCGGBG Tan. Deswegen haben wir jetzt auch unseren Korrespondenten aus Russland live dabei, der euch jetzt etwas dazu sagt zur Pong Meisterschaft. Und in der Zeit denkt mal drüber nach. Так что в первый раз, когда мы сюда прибыли, мы даже не знали, куда мы пойдем. В этом моменте вы увидите, когда мячик от седого до седого. Genau, das ist nämlich das Ding. Wenn ihr Ausrufezeichen Waffle drückt, dann könnt ihr nämlich an Gewinnspiel teilnehmen. Das ist nämlich das Entscheidende, was hier gerade passiert. Ihr könnt alle Leute supporten mit Ausrufezeichen Tubuco, Ausrufezeichen Maxi, Ausrufezeichen Take TV. Liebe geht raus an alle Leute, die mich hören. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine Familie, die Ente, die ich gestern leider gefüttert habe und die dann explodiert ist für den ganzen Scheiße, die wir bringen. Ciao! Все, пока, ребят, мы увидимся, переключаем в следующую студию, пока. Ja, geil, alles klar, gut. Oh Mann, ey, ist so geil. Das ist ein geiler Typ. Sehe, wir haben immer direkt oder indirekt Kontakt. Ja.
Man schreibt sich mal... Und das zu Zeiten von Social Distancing. Meine Damen und Herren, der Support ist wichtig auch für Failfunk. Wir verstehen das alle gerade, aber das ist nicht das richtige Thema. Ihr seht gerade, ich fächel den Jungs die richtige Luft zu, die sie brauchen, um durch den Stream zu kommen. Supportet mal den Maxi einfach mal. Ausrufezeichen Maxi in den Stream. Dann seht ihr, wo ihr ein Subscribe, eine Donations, ein Mitleidsgefühl, ein Liebesbrief oder eine Längenangabe von Körperteilen hinterlassen könnt. Das gleiche könnt ihr auch beim Dennis privat. Wir haben eine sehr schöne WhatsApp-Gruppe von Xiaomi gesponsert das Handy an dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Ich muss nämlich Luft zufächeln den Jungs. Und am besten auch, wenn ihr einmal Ausrufezeichen Tubuku in den Chat macht, dann einfach zu uns rübergeht, den ein oder anderen Liebesgruß hinterlässt. Aber das Wichtigste ist, macht einfach am Gewinnspiel teil. Belohnt euch selbst ein wenig. Drückt euch durch die ganzen klickbaren Einheiten. Das eine oder andere klingt komisch, ist aber super. Das andere ist super, klingt aber auch komisch. Von daher, denkt mal drüber nach. Ich mache noch hier 2 Minuten weiter, weil in Wirklichkeit... Donation Goal, ja. Entschuldigung, das Donation Goal. Wie würde denn ein... Das nächste ist ganz genau, das hast du richtig gesagt. Michi, wir haben ein kleines Minigame. Und zwar für den, der als nächstes ganz schnell herausfindet, wie Michi mit zweitem Namen heißt, der kriegt ein mini kurzes Porträt von Michi gemalt. So, wir sitzen hier nämlich zack, zack, zack. Ihr habt jetzt ungefähr 15 Sekunden Zeit, bis der erste Google-Experiment, Wikipedia-User das in den Chat schreibt. Und hinzu kommt noch die Mini-Attitüde, Ausrufezeichen Michi, um ihn zu supporten, Ausrufezeichen Tubuk, um uns zu supporten, Ausrufezeichen. Hier kommt noch so ein kleiner Elgelo hin, bisschen dickerer Bauch, so zack, zack, bisschen kleiner Kopf, hier hat er sich rasiert, so zack, daher, den alten Hooligan-Bart, so. Dieses Bild geht raus an den Ersten, der mir sagen kann, wie Michi mit Zweitnamen heißt, also zweiter Name, nach dem, vor dem Florenz, wie auch immer. Hi, ich lieb euch, ciao! Ein Taxi 2 gibt 5 Euro. G steht für gönnen. Nächste Man, Spiral vs. Das Grand Finale findet hier jetzt gerade statt. Der Wille war da von den Jungs, das jetzt anzusagen. Aber tatsächlich, ich wollte euch nur danken dafür für den Support. Ihr seht die Konzentration. Ausrufezeichen Maxi, Maximilian, der einzig wahre, ihr wisst, wo der Support hingehen muss. Wir danken euch tatsächlich dafür, was sie zustande gebracht hat. Das bedeutet, wir sind nächstes Mal auch dabei, denn ich mag umsonst Red Bull trinken. Das ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Ihr supportet den Laden nur, damit Alex und ich umsonst Getränke trinken. Dafür danken wir euch. Jede Donation ab jetzt geht für Hilfe in Not im Hintergrund. Das sind wir quasi. Und alles andere ist einfach richtig geil. Ausrufezeichen Maxi, damit er sich nicht aufregt, dass er immer abgewürgt wird bei seinen super tollen Ansagen. Denn immerhin ist er der Einzige, der tatsächlich hier Content liefert. Der Rest ist nur Pseudo. Ne? Sagen wir es, wie es ist. Herr Weigand sagt auch nochmal was für die Mitbürger aus den anderen Ländern. Weil ich aussehe wie dein Bewährungshelfer? Das könnte an der Stelle sein, aber das war eine Frau, die 115 gewogen hat. Von daher nein, wenn du so aussiehst, wäre das was anderes. An der Stelle, wo wir bei 115 sind, 15 Subscriber sind das, was wir noch nicht auf dem Tubuku-Channel haben, um neue Subs freizustellen. Ich meine Emotes. 3 Subscriber noch für Killer, wenn ihr das machen könnt. Dann ansonsten bleibe ich hier für immer. Und dann ist es weg. Wir sind im Game, Digga. Ja klar, ich bin auch Profi. Wie ihr seht, die Expansion wurde nämlich gerade ausgebaut. die ersten 5 Pylons wurden hingestellt vom Spiral. Ja, und good luck, have fun, weil er ein Ehrenmann ist. Der russische Spiral war Russe. Nein, der Happy war Russe. Der Deutsche ist natürlich Ehrenmann, der Russe hilft nur und sagt have fun. Der will nicht mal Glück haben. Ich bin aber an der Stelle wieder weg, weil Dennis ist auf dem Weg, doch nicht auf dem Weg. Ich bleib noch einfach mal ein bisschen. Pech für euch. Taker, mein Freund. Weißt du noch damals, als wir bei Giga waren, Taker, irgendwo waren wir. Okay, da wurde ich vertrieben. Wir sind im Game. Viel Spaß, Männers, viel Spaß. Ah, wir sind hier auf Last Refuge. Oh. Ich bin Robin von der Bar, Servus zum Abend. Dennis, wie war denn dein Level, bevor du hier bei Take warst, so ohne Reffel, ohne den ganzen Späßgeln, so damals Profi-Gamer und so, jetzt Lappen am Stöckchen, so war okay oder nicht damals, ne? Первый раз, когда мы здесь начали, здесь вообще был такой прикол. Да, да. У нас здесь, в принципе, да, мы начинали на халяву, здесь все работали, даже Тубуку здесь все разрисовали, мы даже ничего не заплатили в первый раз. Да, да, им еще не хватает, как бы сказать, студию мы еще не дали. Я вообще, когда фракт, а на вас, я, я, я. War doch so dann nicht damals. Waren wir doch. Ausrufezeichen Reffel unterstützt den Ausrufezeichen Maxi, Ausrufezeichen Tubuku, Ausrufezeichen Take 2. Ihr wisst, worum es geht. Liebe verbreiten. Ich bin weg, haut da rein. Dankeschön, ребята. Fanny, или как тебя зовут там, будем с тобой. Не забывайте про вас. Будьте с нами.